Du musst nur akzeptieren, dass du jetzt ein träumender Geist bist, der nicht weiß, dass er träumt. Das sind die zwei Seiten. Wenn du nicht weißt, dass du träumst, da gibt es in Selbstgesprächen unheimlich tolle Dialoge. Das ist, ich heb ganz kurz nochmal meine berühmte, zigfach erwähnten Satz. Folgende Situation: Du stellst dir vor, du schreckst schweißgebadet hoch, du erwachst schweißgebadet in deinem Bett und denkst dir, boah, Gott sei Dank, die Scheiße war bloß ein Traum. Im Moment des Erwachens wird dir bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, was du angeblich zeitlich vorher erlebt hast, du denkst es ja jetzt, dass das nur ein Traum war, und weil du nicht wusstest, dass du träumst, war das für dich vollkommen real. Da du dir diese reale Vergangenheit jetzt, aber in die Vergangenheit denkst, immer wieder, wie gesagt, alles, was du räumlich oder zeitlich woanders hin denkst, sind eh bloß Gedanken. Und ich sage jetzt, wenn du dich jetzt anschaust, den Körper, der jetzt da ist, weil du bist ja schweißgebadet hochgeschreckt, dann, wie du noch zitternd da sitzt, muss dir klar sein, dass bevor du nicht wusstest, dass du bloß im Bett liegst und schläfst, das war jetzt normal gesprochen, normal raumzeitlich logisch, dass das ja vollkommen real gewesen sein muss, bevor du wach geworden bist für dich, weil sonst würdest du jetzt nicht zitternd, schweißgebadet im Bett sitzen. Aber in dem Moment, wo du geistig jetzt zitternd und schweißgebadet, praktisch wach geworden aus dem Traum im Bett sitzen siehst, bist du schon wieder eine Figur in deinem Traum. Traum im Das Traum. heißt, in dem Moment, wo du wach wirst, schläfst du eigentlich ein und fängst zum Träumen an. Du träumst dann diesen Tag, den du jetzt vollkommen als reale Person, die natürlich nur existiert, wenn du an die Person, an deinen Körper denkst, an die Maske denkst, den du jetzt erlebst, bis du wieder einschläfst. Jetzt haben wir einen eigenartigen Widerspruch. In dem Moment, wo du wach wirst, schläfst du ein. Was ist eigentlich Träumen? Träumen ist ein Bewusstsein, das in sich selber eine Welt kreiert, die es, E Quadrat, S, Ich-Ich-Bewusstsein, rot, zu sehen bekommt. Das ist die Existenz.